Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge der Pokémon Competitive Moveset-Reihe. Heute schauen wir uns das Kampf-Pokémon Legios an. Eins meiner Lieblings-Pokémon und auf jeden Fall mein Lieblings-Pokémon aus Generation 8. Leider fehlt diesem Pokémon so ein wenig an Durchschlagskraft, aber es hat eine besondere Sache an sich, zu der wir gleich noch kommen werden. Aber natürlich als allererstes, ihr dürft mal wieder abstimmen, welches Pokémon als nächstes dran kommen soll. Rechts oben in der Ecke ist die Abstimmung. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit den beiden Fähigkeiten, die man auf Legios spielen kann. Und die beste Fähigkeit auf Legios ist die versteckte Fähigkeit Siegeswille. Denn wenn ein Statuswert gesenkt wird, steigt der Angriff um 2 Stufen. Das ist natürlich super, um sowas wie Auflockern vom Gegner ein wenig zu unterbinden. Beziehungsweise das halt auszunutzen, wenn der Gegner Auflockern einsetzt. Oder natürlich auch ein Bedroher-Pokémon zum Beispiel. Also ja, Siegeswille ist ein richtig nices Ding auf Legios, was durchaus sehr praktisch sein kann. Außerdem hat Legios noch die Fähigkeit Kampfpanzer. Die schützt einen vor Volltreffer, was jetzt keine super krasse Fähigkeit ist. Deshalb empfehle ich generell immer, die versteckte Fähigkeit zu spielen. Weiter geht's dann mit den Statuswerten. Und da sehen wir vor allem, dass der Angriffs- und Verteidigungswert relativ solide ist jeweils mit 100, aber auch nicht wirklich atemberaubend, also man kann jetzt nicht super viel damit anstellen und die restlichen Werte sind wirklich eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich fast schon. Wir haben 75 in der Initiative, was jetzt auch nicht so super ist, 70 im Spezialangriff, was Legios überhaupt nicht braucht, das ist sehr schade, das hätte man lieber in irgendeinen anderen Wert reinpacken können, 60 in der Spezialverteidigung und 65 im KP-Wert, auch nicht gerade so gut, das ist halt super super schade, weil wenn die Statuswerte ein wenig anders verteilt worden wären, wäre dieses Pokémon wahrscheinlich nochmal um einiges besser. Denn Legios hat eine ganz besondere Attacke, zu der wir jetzt kommen, wenn wir uns die Movesets bzw. das Moveset von Legios anschauen. Und das erste Moveset ist ein Set mit dem Item Punusbeere oder mit dem Item Lebenorb. Denn die Punusbeere heilt eine Statusveränderung, vor allem sowas wie eine Verbrennung oder eine Vergiftung, aber vor allem Irrlicht wäre super, super nervig für Legios, deswegen kann das sehr praktisch sein. Oder man spielt einen Lebenorb, um einfach mehr Schaden zu machen. Denn es ist ja ganz klar, wir spielen auf Legios die sehr besondere Attacke Finalformation, die Signature-Attacke von Legios. Und mit dieser Attacke boostet man jeden Wert um eine Stufe. Das ist natürlich super stark. Problem ist nur, dass man diese Attacke nur einmal einsetzen kann. Also ich kann sie jetzt nicht mehrfach hintereinander einsetzen. Das funktioniert leider nicht. Und nachdem man es eingesetzt hat, kann man nicht mehr rauswechseln. Außer man spielt sowas wie Wechselhülle drauf oder der Gegner setzt natürlich irgendwie sowas wie Wirbelwind oder Brüller ein. Aber ja, sonst kann man nicht rauswechseln und ja, das ist so ein bisschen problematisch, sagen wir es mal so. Vor allem, dass man sich mehr als einmal einsetzen kann. Weil natürlich, Finalformation boostet jeden Wert und das ist super stark, aber leider sind die Werte jetzt auch nicht so krass, dass man super viel Schaden macht. Deshalb gucken wir uns jetzt erstmal die Angriffe an. Und zwar spielen wir weiterhin natürlich dann noch Nahkampf. Sehr starker Step-Angriff, der super viel Schaden macht, vor allem dann auf plus 1 Angriff. Next Strike, um Geist-Pokémon vor allem zu treffen oder auch Psycho-Pokémon. Für Psycho-Pokémon könnte man auch viel Ender spielen, aber Next Strike trifft halt beides und es lohnt sich deswegen mehr. Und man will halt mit dem vierten Angriffsmove vielleicht noch sowas wie Gift-Heap spielen oder Eisenschädel, um Feen-Pokémon zu treffen. Kann auf jeden Fall praktisch sein. Man kann auch über Zen-Kopfstoß nachdenken, um Gift-Pokémon zu treffen. Also sowas wie Deponitox zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall eine Option. Es lässt sich auch über Überrumpler nachdenken, denn damit hast du ja eine Priorität. Was aber nur in der allerersten Runde funktioniert, in der du Legios reinholst. Und das ist auf diesem Set ein bisschen schwieriger einzusetzen. Wenn man irgendwie ein Wahlband-Set spielt oder so, kann das vielleicht ganz lustig sein. Aber Legios mit einem Wahlband lohnt sich auch nicht wirklich. Dafür fehlt so ein bisschen das Durchschlagspotenzial. Deshalb ist das eher so eine kleine Nische. Aber tatsächlich kann man auch darüber nachdenken, noch eine weitere Statusattacke zu spielen. Und zwar wäre das Schwertanz. Denn das große Problem von Legios ist leider, dass es nicht so einfach breaken kann. Und selbst wenn es sweepen möchte und der Gegner schon ganz gut angechippt ist, kann es nicht immer einfach sweepen. Und deshalb kann man eben darüber nachdenken, noch Schwertanz zusätzlich raufzupacken, um einfach neben der Finalformation seinen Angriff noch weiter zu boosten und dann auf plus 3 zum Beispiel zu kommen. Und so hat man halt die Möglichkeit, besser durch defensive Pokémon durchzukommen, beziehungsweise auch besser einen Sweep anzusetzen. Weil nach der Finalformation wird man auf jeden Fall meistens einen Angriff überleben und hat dann immer noch die Möglichkeit, einen Schwertanz rauszubekommen. Das kann funktionieren, kann sich auf jeden Fall lohnen. Problem ist, dass man dann nicht so viel Coverage hat,
sowas wie ein Feen-Pokémon ist ein bisschen schwieriger zu treffen. Aber es gibt im Never-Used-Tier zum Beispiel nicht wirklich viele Feen-Pokémon. Deshalb kann man auf jeden Fall darüber nachdenken, hier extra nochmal Schwertanz raufzupacken. Aber das ist natürlich letztendlich eine persönliche Präferenz. Wollt ihr lieber alles treffen oder wollt ihr versuchen, für diesen Setup-Sweep zu gehen? Es ist möglich, aber du brauchst natürlich auch guten Team-Support, zu dem wir natürlich auch noch kommen werden. Aber erstmal schauen wir uns Wesen und EVs an. Und wir spielen natürlich ein frohes Wesen, ist klar, weil wir haben nur 75 Base in it. Das heißt, selbst auf plus 1 wird man nicht so viel outspeeden. Das ist immer ein bisschen nervig, vor allem natürlich andere Walscher-Nutzer. Dann spielen wir natürlich volles Init-Investment, volles Angriffs-Investment und die letzten vier packen wir in die KP rein. Ja, und so viel eigentlich auch zu dem besten Legios-Moveset. Man kann auch darüber nachdenken, sowas wie Expertengurt vielleicht auch zu spielen oder sogar Überreste oder so. Machen auch manche, aber letztendlich ist es wahrscheinlich am besten, entweder die Punusbeere oder Lehmorb zu spielen. Vor allem die Punusbeere gegen Geist-Pokémon, die ölig können. Sowas wie Echnatol zum Beispiel. Das heißt, wenn man noch Schwertern zusätzlich im Set hat, kann man dann vielleicht nochmal diesen extra Setup holen gegen sowas wie Echnatol und kann dann mit Next Strike Echnatol weghauen. Wobei ich sagen muss, dass ein physisch-defensives Echnatol nicht auf plus 3 besiegt wird mit Next Strike, was sehr, sehr schade ist. Aber wenn man ein bisschen Chip vorher drauf bekommen hat, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und das war es tatsächlich auch schon zu dem Legios-Moveset, denn es gibt kein besseres Moveset auf Legios. Man kann damit nicht wirklich viel mehr machen. Offensiv, Weste, Wahlband, Walscher, das sind alles Sachen, die sich auf Legios nicht lohnen. Es lohnt sich wirklich nur, dieses Finalformation-Set zu spielen. Das empfehle ich euch. Alles andere ist vielleicht ein nettes Gimmick, das war es aber auch schon. Deshalb schauen wir uns natürlich auch direkt mal die Checks und Counter an. Und ich habe ja bereits erwähnt, Echnatol ist auf jeden Fall ein sehr guter Check. Selbst auf plus 3 kann man mit Next Strike ein voll physisch-defensives Echnatol nicht besiegen. Das ist einfach traurig, aber was will man machen, ne? Dann haben wir noch Deponitox. Solange Legios nicht seinen Kopfschuss kann, hat man da eine ganz gute Möglichkeit, Deponitox als Check für Legios zu nutzen. Sanaconda ist physisch-defensiv super gut aufgestellt. Generell diese physisch-defensiven Boden-Pokémon können meistens einen Angriff von Legios überleben, selbst wenn es bereits gesetupt ist. Golgantis zum Beispiel ebenfalls. Next Strike ist vielleicht noch so eine Sache, aber einige spielen auch Golgantis mit der Budeo-Beere und wie gesagt, Legios muss auch erstmal gesetupt sein und so weiter und so fort. Dann haben wir noch Marithelit. Ist physisch-defensiv so gut aufgestellt, dass ein Next Strike auf plus 1 auch nicht wirklich so einfach für einen One-Hit-KO ansetzen kann. Dann haben wir noch sowas wie Pumpkin natürlich, ebenfalls die gleiche Sache, hat natürlich auch Irrlicht im Set. Deshalb ist es aber auch Punusbeere so praktisch gegen sowas, weil solche Pokémon dadurch eine Runde verlieren und man dadurch auch nochmal eine Runde mehr Zeit hat, um entweder mehr Setup zu betreiben mit Schwertanz oder halt einen Two-Hit-KO mit Next Strike anzusetzen. So viel dann auch zu den Checks und Countern, dann kommen wir zu den Partner-Pokémon, denn wir brauchen natürlich einige Pokémon, die dieses Legios unterstützen können. Und da ist natürlich ein Eis-Pokémon immer sehr, sehr gut, ne, wegen diesen Boden-Pokémon, die ich angesprochen habe, oder natürlich auch sowas wie Pumpkin, Marithelit und so weiter und so fort. Oder auch diese Geist-Pokémon, ne? Und da ist Frostelia natürlich nice, ne? Sowohl Eis als auch Geist in einem Pokémon. Und das trifft tatsächlich sehr, sehr viel. Und zusätzlich hat man auch noch die Stachler-Option. Und Stachler sind halt perfekt. Denn zum einen bekommt man den Chip auf die gegnerischen Pokémon. Und zum anderen müssen die Gegner meistens dann irgendwie sowas wie Auflockern einsetzen. Und auf Auflockern kann Legios sich dann nochmal einen weiteren Boost holen mit Siegeswille. Und dann wiederum kann Legios auf jeden Fall gut durchbrechen. Ne? Weil wenn man auf plus 2 durch Siegeswille ist und dann auch nochmal den Angriff weiter mit Finalformation boostet, steht Legios echt gut da. Des Weiteren lassen sich natürlich andere Eis-Pokémon erwähnen, sowas wie Galapantimos oder Rexbleezer oder Rotom Frost. Alles Pokémon, die offensiv ein starkes Potenzial haben. Rotom Frost kann Legios auch ganz gut reinholen und so weiter und so fort. Also ja, die beiden ergänzen sich ebenfalls gut. Genauso wie Marithelit kümmert sich auch um einige Probleme, die Legios hat. Und natürlich kann Marithelit nochmal ein Klebenetz aufsetzen, was auch nicht schlecht ist, weil Legios selbst auf plus 1 nicht alles outspeeden wird. Dann haben wir noch sowas wie Alpollo, auch ein Geist-Pokémon, was ganz gut durchbrechen kann, gegen andere Geist-Pokémon natürlich. Dann haben wir noch sowas wie Castadur, auch nochmal eine Stachler-Option und natürlich kommt Castadur in Psycho- und Feen-Pokémon problemlos rein, deshalb lässt sich das auch sehr gut miteinander kombinieren. Hat man noch sowas wie Castellit, ebenfalls eine weitere Stachler-Option und sonst nochmal als Breaker sowas wie Gorgason. Das kann auch nochmal ordentlich reinböllern und die Defensive des Gegners dezimieren, wodurch dann Legios ein leichteres Spiel hat. Generell gilt,
Legios ist halt ein Pokémon, was wirklich guten Team-Support braucht und dann zum Sweep ansetzen kann, wenn man alles vorbereitet hat. Das ist kein Pokémon, was man in der ersten Runde reinschickt, Finalformation drückt und GG. Das funktioniert leider nicht. Auch wenn ich es mir sehr gerne wünschen würde, weil Legios ist super. Das war's dann aber von dem Moveset-Video zu Legios. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wie immer, Bewertungen und Kommentare sind sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao!